Dieser Containerkran steht im Verladebahnhof des Kasseler Güterverkehrszentrums. Wir verladen hier unsere Lkw-Einheiten im sogenannten kombinierten Verkehr auf die Schiene von Kassel nach Verona. Machen wir dreimal in der Woche. Der insgesamte Zug hat 34 Lkws drauf. Die Lkw-Auflieger mit der Bahn über die Alpen zu transportieren, spart nicht nur Geld, sondern schont auch die Umwelt. 18.500 Tonnen CO2 würden im Jahr vermieden, erklärt der Spediteur. Verschiedene Güter werden auf diese Weise transportiert. Industriegüter, Maschinen und Elektroartikel treten von Nordhessen aus die Reise nach Italien an. In der Gegenrichtung sind es Wein und Lebensmittel. Dabei werden die Anhänger der Lastwagen komplett mit ihrer tonnenschweren Ladung auf spezielle Eisenbahnwaggons gesetzt. Dort rasten sie sicher ein und bewegen sich nun keinen Zentimeter mehr.